So, willkommen zu einem neuen Paprika-Joghurt-Video. Also ich habe wieder mal Paprika geerntet. Von der Pflanze links gesehen 4 Stück, von der mittleren eine und die an der Regentonne auch eine. Und das sind jetzt die echten, die ersten Paprikas, wollte ich sagen, die wirklich gut aussehen, keine Faultstellen mehr haben. Die sind top. Und dann gibt es noch 2 Joghurts. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Das kommt mir irgendwie relativ unbekannt vor. Den habe ich wahrscheinlich schon mal gezeigt. Und da werde ich die jetzt essen. Nein, ich habe 2 ähnliche Sorten Joghurt mit der Ecke des Monats mit diesem Rentier hier letztes Jahr schon mal im November ungefähr gefilmt. Oder Dezember, keine Ahnung. Und die noch nicht. So. Ah ja, jetzt haben wir hier Lebkuchenmännchen. Und so Schokolade. Und ab geht's. Schmeckt sehr Spekulatius-Lebkuchenartig. So, fertig. Und jetzt schneide ich mal die schnell. Ach, falsches Werkzeug. Auf. So, aufgeschnitten ist es. Beste Paprikas. Ein Teil wird verfüttert, ein Teil esse ich selber. Jetzt gibt es noch einen kurzen Balkonrundblick. Und hier wächst etwas heran. Ein paar Schoten. Wie gesagt, ach ja, eine Maiskolbe. Wie gesagt, da gibt es mal vielleicht noch ein Video hierzu. Paprika auch noch kosten. Top Geschmack, nicht so verwässert wie aus dem Supermarkt. So, noch den Rom-Joghurt. Also im Joghurt-Video vom März waren das ungefähr 19 oder 20 Kolosseums. Hier sind es immerhin 24, ich habe es schon mal durchgezählt. Ja. Also schmeckt so nach Keks und auch nach Kaffee. Und zu guter Letzt geht es jetzt auch noch zu den Meris. Quietsch, 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 quiek, quiek. So, hier habt ihr mal ein paar Paprikas zum Verkosten. Wer traut sich? Nora, Nala, Chiara, Cleo auch noch. Ja, Cleo, nimm nur. Wenn es falsch rumliegt, geht es nicht so leicht. Hä? Und Lotta ist natürlich in der falschen Etage gelandet. Ach komm, ich habe keine Lust zu warten. Hier, nimm und sei glücklich. Und das war's auch schon mit dem Video. Na, jetzt habe ich Cleo gestört, aber was soll's. Jetzt habe ich es ihr wieder hinterhergeschmissen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, wenn man gegen die Sonne mit dem Auto fährt. Oh nee, jetzt haben die das hier eingezäunt und den Tabak weggehäckselt. Hier liegen noch ein paar Blätter. Hier wuchs Tabak. Der andere ist noch da. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier wächst einfach mal Tabak mitten im Wald. Aber der dort vorne war besser, der hat schon voll geblüht. Der hier blüht noch nicht. Hier auch noch einer. Hier ist immer noch dieser unendlich große Stapel Holz.
Alter Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie groß der ist. Und was liegt hier unten rum? Sieht aus wie so eine Zündkappe von einer Rakete. Ja, auf jeden Fall. Komisch. So eine Runde Schwimmen quer durch, war ich auch noch. 13,5 Grad. Ist sogar wieder um 1 Grad gestiegen im Vergleich zu letzter Woche. So, hier auf dem Heimweg eine wunderschöne Ansammlung Fliegenpilze. Die nehme ich doch direkt noch mit. Ja, ach nee, ich mache die nicht ins Meerschweinchen-Video, ich mache die in dieses komische Vlog-Video, in dieses Mischmasch-Video mit rein. Hier ist schon irgendwie eine Schnecke am Werk gewesen. Ansonsten sehen die echt cool aus. Das ist ein komischer Fliegenpilz. Oh ja. Nom 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 nom. Leute, ihr werdet es nicht glauben, hier ist ein neuer Jägersitz gebaut worden. Der sieht richtig cool aus. Da gehe ich gerade so hin, will diesen Knüppel hier mal einfach mal wegnehmen. Und was sehe ich hier rumliegen? Nee, wirklich? Flashbang? Krass. Wer macht denn sowas? Also ich nie. Was ist das? Ist auch noch irgendwie sowas? Sieht aus wie so ein Böllerteil. Ey, wenn ich dem auf die Spur komme. Ah, das war ein Kometböller oder sowas. Ja, alles klar. Sowas erkenne ich von weitem. Naja.